Wenn du über Airbnb vermietest, dann hat das natürlich auch steuerliche Konsequenzen. Was das genau ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du einzelne Zimmer oder sogar eine ganze Wohnung auf Airbnb vermietest, dann bist du in Deutschland selbstständig. Und Selbstständigkeit bedeutet auch Steuerpflicht. Ich habe über das ganze Thema Steuerpflicht für Selbstständige in Deutschland schon mal so ein Grundlagenvideo aufgenommen. Da erkläre ich wirklich so die absoluten Basics, welche Steuerarten wichtig sind und so weiter. Wenn das ganze Thema auch neu für dich ist, schau unbedingt das Video, was ich dir oben rechts einmal verlinkt habe. Hier an dieser Stelle möchte ich mal auf die 5 Besonderheiten eingehen, die du als Airbnb-Vermieter unbedingt kennen solltest. Der erste Punkt, mit dem du dich unbedingt beschäftigen solltest, ist die Umsatzsteuer oder genauer gesagt der Umsatzsteuersatz. Die Umsatzsteuer ist umgangssprachlich auch als Mehrwertsteuer bekannt und es gibt in Deutschland im Wesentlichen 3 unterschiedliche Mehrwertsteuersätze und zwar 0%, also komplett umsatzsteuerfrei, 7%, das ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz oder der ganz normale Umsatzsteuersatz von 19%. Und jetzt kommt die freudige und ehrlicherweise ziemlich nervige Überraschung. Als Airbnb-Vermieter kommen alle 3 Steuersätze für dich in Frage. Die langfristige Vermietung von Wohnraum ist in Deutschland umsatzsteuerfrei. Das heißt, auch du, wenn du in einer Mietwohnung wohnst, zahlst mit deiner eigenen Miete keine Umsatzsteuer. Und wenn du deine Wohnung oder einzelne Zimmer auch langfristig über Airbnb vermietest, dann ist das ja auch eine langfristige Vermietung von Wohnraum. Das heißt, in diesen Fällen fällt überhaupt gar keine Umsatzsteuer an. Die kurzfristige Vermietung von Wohnraum, dazu gehören auch zum Beispiel Hotelübernachtung, Ferienwohnungübernachtung oder aber auch die kurzfristige Vermietung über Airbnb, darauf gilt der Steuersatz von 7%, das heißt der ermäßigte Steuersatz. Für alle zusätzlichen Leistungen, beispielsweise die Endreinigung oder das Zurverfügungstellen von Bettwäsche und Handtüchern und so weiter oder aber auch Frühstücksservices oder was auch immer. All diese Leistungen, für die gilt nicht der ermäßigte Steuersatz. Für diese Leistungen musst du 19% Umsatzsteuer abführen. Der zweite Punkt, den du kennen solltest, ist deine Rechnungserstellungspflicht. In Deutschland müssen für alle Transaktionen grundsätzlich Rechnungen erstellt werden. Und Airbnb macht das nicht für dich. Airbnb erstellt zwar ordnungsgemäße Rechnungen, aber nur für die Airbnb-Gebühr. Das heißt, auch deine Gäste bekommen zwar eine Rechnung, aber nur über die Gebühr von Airbnb und nicht über den Übernachtungspreis. Und das ist in der Regel auch gar nicht so ein großes Problem, weil es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, für Endkunden Rechnungen zu erstellen. Da wird das gar nicht gebraucht, wenn jemand bei dir zum Beispiel Urlaub macht. Wichtig ist es allerdings, wenn es ein B2B-Umsatz ist. Das heißt, wenn deine Gäste das Apartment oder das Zimmer beruflich nutzen. Was ja immer mal sein kann, dass jemand auf Geschäftsreise ist und auf dieser Geschäftsreise bei dir übernachtet. Dann ist das ein B2B-Umsatz und dann hast du eine gesetzliche Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen. Diese Verpflichtung hat nicht Airbnb, die hast du. Deswegen solltest du das ganze Thema auf dem Schirm haben und deine Gäste auch immer fragen, ob sie betrieblich oder privat reisen. Weil immer, wenn sie betrieblich reisen, musst du eine Rechnung ausstellen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist auch immer, dass die Rechnung über den gesamten Mietbetrag lauten muss. Das heißt nicht der Nettobetrag nach den Airbnb-Gebühren. Du musst über die gesamte Miethöhe eine Rechnung ausstellen. Einen dritten Hinweis möchte ich dir auf den Weg geben in Bezug auf die Kleinunternehmerregelung. Du kannst die Kleinunternehmerregelung immer dann in Anspruch nehmen, wenn du im letzten Jahr unter 22.000 Euro Umsatz gemacht hast. Dann musst du gar keine Umsatzsteuer ausführen. Ich habe jetzt aber in der Praxis durchaus jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Airbnb wahrscheinlich zu Testzwecken automatisch doch auch eine Rechnung ausgestellt hat und zwar mit Umsatzsteuer, obwohl der Vermieter eigentlich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen hat. Das ist äußerst unvorteilhaft und zwar aus folgendem Grund. Eine ausgewiesene Umsatzsteuer, das heißt, wenn Airbnb in deinem Namen Umsatzsteuer ausweist, musst du diese Umsatzsteuer auch abführen. Du hast allerdings auf der Kostenseite, auf deiner Ausgabenseite, keinen Anspruch, die Vorsteuer geltend zu machen. Das heißt, wenn Airbnb in deinem Fall tatsächlich in deinem Namen Rechnungen ausstellen sollte, achte unbedingt darauf, ob die Umsatzsteuer richtig ausgewiesen ist. Und wenn du dich für die Kleinunternehmerregelung entschieden hast, dann solltest du unbedingt sicherstellen, dass diese Rechnungen ohne Umsatzsteuer sind. Weil wenn Airbnb auch in deinem Namen Umsatzsteuer ausweist, musst du diese falsch ausgewiesene Umsatzsteuer immer abführen. Der vierte Hinweis, den du als Airbnb-Vermieter brauchst, hat was mit deiner Buchhaltung zu tun. Ich sehe diesen Fehler nämlich leider immer wieder, dass jemand Airbnb-Auszahlungen bekommt und einfach den Nettobetrag, also einfach der Betrag, der ausgezahlt wird, als Umsatz gebucht wird. Das ist so leider falsch. In der Buchhaltung gibt es etwas, das heißt Verrechnungsverbot. Das heißt, du darfst Einnahmen und Ausgaben nicht schon voneinander abziehen und dann einfach netto in die Buchhaltung einbuchen. Das geht so nicht. Was du immer machen musst, ist, dass du einmal den Bruttobetrag, also deinen gesamten Umsatz erfasst und
dann kannst du die Gebühren von Airbnb auf der Kostenseite buchen. Das gibt im Ergebnis genau das Gleiche, aber es gibt zwei Gründe, warum du das nicht vorher schon verrechnen kannst. Der erste Grund sind die Umsatzsteuersätze, weil dein Umsatz ist in der Regel ja mit 7% Umsatzsteuer. Das heißt, du hast den ermäßigten Steuersatz auf deinen Umsatz und die Airbnb-Gebühren, die sind mit 19%. Das heißt, du kannst jetzt beispielsweise bei einem Umsatz von 1.000 Euro und Airbnb-Gebühren von 100 Euro nicht einfach 900 Euro nehmen und diese 900 Euro dann als Umsatz buchen, sondern du musst einmal die 1.000 Euro nehmen, die mit 7% Umsatzsteuer in deiner Buchhaltung eintragen und dann nimmst du die 100 Euro Gebühren inklusive der 19% Umsatzsteuer und buchst sie auf die Kostenseite. Der zweite Grund ist, dass es eine ganze Reihe an Wahlrechten und Verpflichtungen gibt, die abhängig sind vom Umsatz. Beispielsweise die Kleinunternehmerregelung oder die Soll- oder Ist-Versteuerung oder aber auch die Buchführungspflicht. Und die bezieht sich natürlich immer auf deinen gesamten Umsatz und nicht irgendwie den Netto-Auszahlungsbetrag von Airbnb. Das heißt, du brauchst irgendwo in deiner Buchhaltung deinen gesamten Umsatz. Den fünften Hinweis oder die fünfte Problematik, die ich an dieser Stelle einmal ansprechen möchte, ist die Einkommensart. Und zwar machst du einmal im Jahr deine Einkommensteuererklärung. Und es gibt 7 unterschiedliche Einkommensarten in der Einkommensteuererklärung. Zum Beispiel Vermietung und Verpachtung und zum Beispiel Gewerbebetrieb. Und das sind genau die beiden Einkommensarten, die für dich als Airbnb-Vermieter in Frage kommen. Grundsätzlich, wie der Name schon sagt, sind Vermietungseinnahmen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt, da müsstest du die Anlage V&V ausfüllen. Wenn du das Ganze aber sehr gewerbsmäßig angehst, also zum Beispiel auch Objekte hast, die du nur dafür hast, weil du sie vermieten möchtest, dann ist das Ganze eher wie so ein Hotelbetrieb und dann ist dein Betrieb tatsächlich ein Gewerbe und dann musst du für deine Airbnb-Vermietung ein Gewerbe anmelden und musst eine Buchhaltung erstellen, unter Umständen auch Gewerbesteuer zahlen. In diesen Fällen füllst du die Anlage G aus. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir so ein paar Aspekte mit auf den Weg geben, die du bisher noch nicht gehört hast. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann stell sie doch einfach unten in den Kommentaren und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du gewerblicher Vermieter über Airbnb bist und du gerne Steuerberater hättest, der sich um die ganze Buchhaltung und die Steuererklärung kümmert, dann sind wir vielleicht genau der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir haben tatsächlich auch schon einige Mandanten, die ein Airbnb-Business betreiben. Das heißt, du bist in bester Gesellschaft und wir kennen uns mit dieser ganzen Thematik ziemlich gut aus. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber natürlich auch gerne erstmal die anderen Videos auf diesem Kanal, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.